Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und Frankreich setzen auf einen 500 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds, um EU-weit die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Kanzlerin Merkel und Präsident Macron erläuterten heute auf einer Videopressekonferenz ihren Vorstoß für eine gemeinsame Krisenbewältigung. Ziel sei, dass Europa gestärkt aus der Krise hervorgehe. Aus dem Fonds sollen Zuschüsse in die Bereiche fließen, die durch die Pandemie besonders hart getroffen wurden. Die Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden. Ein Marshallplan für Europa. Schon vor der heutigen Videokonferenz von Angela Merkel und Emmanuel Macron hat es nicht an historischen Vergleichen gemangelt. Wichtigstes Ziel des Wiederaufbaufonds, den am schlimmsten von Corona betroffenen Regionen in der EU wieder auf die Beine helfen. Deshalb muss der Recovery Fund einen Beitrag dazu leisten, dass alle Staaten in Europa entsprechend reagieren können. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind. Der Fonds soll sich auf 500 Milliarden Euro belaufen. Er soll über Anleihen der Europäischen Kommission finanziert werden, die Rückzahlung über viele Jahre aus dem EU-Haushalt erfolgen. Gemeinsame Anleihen der EU-Kommission in Brüssel also, ausbezahlt als Zuschüsse an notleidende Branchen. Keine Kredite, das war Deutschland an dem Vorschlag wichtig. Kommissionspräsidentin von der Leyen signalisiert heute schon vorsichtige Zustimmung. Die EU-Klimaziele sollen aber weiterhin bestehen bleiben. Man dürfe jetzt nicht vom geplanten Green Deal abrücken, betont Präsident Macron. Die grüne Umgestaltung unserer Wirtschaft darf nicht in Frage gestellt werden. Im Gegenteil, sie muss beschleunigt werden. Wir müssen bei jeder Branche diese europäische Erholung an Bedingungen fürs Klima, die Umwelt und Biodiversität koppeln. Die Grünen loben vor allem die Grundkonstruktion. Wenn der Fonds zentral verwaltet werde, könne man die Vergabe der Gelder auch zentral kontrollieren. Es ist auch richtig, es über EU-Programme laufen zu lassen. Da haben wir einen europäischen Rechnungshof, da haben wir Vorgabemöglichkeiten für den Inhalt der Geldervergabe. Es ist einfach der richtige Weg und gut ist es. Bis der Fonds aber Wirklichkeit wird, bleibt ein schwieriger Weg. Der gemeinsame Vorschlag von Merkel und Macron heute ist erst einmal ein Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich. Soll der Fonds in der vorgeschlagenen Form wirklich kommen, müssten eben 27 EU-Staaten einstimmig zustimmen und alle Parlamente diesen Vorschlag ratifizieren. Erst dann könnte man von einem wirklich historischen Schritt sprechen. In Deutschland werden nach vielen anderen Lebensbereichen auch die Corona-Beschränkungen für Kindertagesstätten schrittweise gelockert. Nachdem über Wochen vielerorts eine Notbetreuung galt, öffnet zum Beispiel Hamburg heute die Kitas für die 5- bis 6-Jährigen. In Sachsen gibt es sogar eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kita-Kinder. Die Mäuse nach links, die Spatzen und Schmetterlinge nach rechts. Kinder und Eltern müssen sich zwar in der Kita in Thalheim im Erzgebirge erst einmal zurechtfinden, dennoch. Ist auch für die Kinder gut, wenn sie jetzt endlich wieder mal in ihre gewohnte Umgebung gehen. Die brauchen wieder ihren Rhythmus, ne? Für die Eltern gilt Maskenpflicht, für Kinder und Betreuer nicht. Bis in den Eingangsbereich dürfen die Mütter und Väter. Dort müssen sie unterschreiben, dass die Kleinen gesund sind und das täglich. Dann geht es in die jeweiligen festen Kita-Gruppen. Wäre sinnvoll, die Abstandsregelung schwierig. Wir wollen die Kinder nicht mischen. Also jede Gruppe ist für sich von 7 bis 16 Uhr besetzt. Sachsen geht bei der Kita-Öffnung besonders schnell voran. Andere Bundesländer öffnen schrittweise, wie bereits Thüringen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin. In einer Woche folgen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Nach Pfingsten Hessen, Bremen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die verbliebenen Länder wollen bis zu den Sommerferien öffnen. Die Gewerkschaft allerdings sorgt sich. Wir setzen nicht mehr auf Abstände in den sächsischen Kindertageseinrichtungen, sondern wir setzen auf feste Gruppen. Und das, was von vornherein zu sehen war, damit wären Beschäftigte nicht mehr geschützt. Die Landesregierung argumentiert, man habe sich mit Virologen abgesprochen. Es geht ja um die Frage der Rückverfolgbarkeit von möglichen Infektionen. Es geht um die Frage, wie können wir sicherstellen, dass insbesondere gesunde Kinder in die Schulen, in die Kitas gehen können. Und darauf haben wir dieses Konzept gegründet, der festen Gruppen. Ob die Kinder aber tatsächlich vor allem draußen nur in ihren Gruppen spielen, da sind die Betreuer skeptisch.
Außenminister Maas hat heute mit Kollegen aus anderen EU-Staaten die Bedingungen für Urlaubsreisen in diesem Sommer ausgelotet. Man werde auf eine Öffnung der Grenzen für Touristen zum Saisonauftakt hinarbeiten, hieß es nach einer Videokonferenz mit den Außenministern mehrerer Reiseländer. Dort hofft die Tourismusbranche auf einen Anschub nach den schweren Einbrüchen durch die Corona-Pandemie. Der Petersdom in Rom seit heute wieder geöffnet. Ein Vorgeschmack darauf, wie er aussehen könnte, der Urlaub im Corona-Sommer. Ab dem 3. Juni will Italien die Einreise wieder erlauben. Eine Botschaft an alle Reisewilligen. Etwas mehr Geduld werden die brauchen, die es nach Spanien zieht. Ich hoffe, so der spanische Verkehrsminister, dass wir die touristischen Aktivitäten Ende Juni wieder aufnehmen können. Außenminister Maas will ein möglichst koordiniertes Vorgehen in Europa, Schritt für Schritt zur Normalität, das alles verbunden mit einem großen Aber. Man muss sich auch darauf einstellen, dass der Urlaub, den man dieses Jahr, wenn man ihn im europäischen Ausland verbringt, wahrscheinlich wenig zu tun haben wird mit dem Urlaub, den man kennt, wenn man an bestimmten Orten schon mal gewesen ist. Was Urlauber an ihrem Reiseziel erwartet, kann jedes Land individuell festlegen. Quarantäne nach der Einreise, ein verbindlicher Corona-Test. Auf jeden Fall warten Einschränkungen, zum Beispiel an Stränden und in Restaurants. Heute Videokonferenz mit den Außenministern der 10 wichtigsten Reiseziele der deutschen Urlauber. Mitte Juni will Deutschland weg von der globalen Reisewarnung hin zu individuellen Reisehinweisen als Entscheidungsgrundlage für Urlauber. Die heutigen Ergebnisse viel zu unkonkret, kritisiert die FDP. Denken Sie doch an die vielen kleinen mittleren Reisebüros, 11.000 Stück in Deutschland mit über 80.000 Beschäftigten. Die wissen jetzt weiterhin nicht, wohin die Reise geht. Gleiches gilt für Millionen von Menschen, die jetzt ihren Sommerurlaub planen wollen. In 2 Wochen ist das nächste Ministergespräch geplant. Vorerst bleibt der Sommerurlaub eine Reise ins Ungewisse. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation beraten seit heute auf einer virtuellen Jahrestagung über die Corona-Pandemie. Thema ist auch das Krisenmanagement der Organisation. Während WHO-Generalsekretär Tedros das Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus verteidigte, erneuerten die USA ihre Kritik. Die Organisation stehe unter chinesischem Druck und habe zu spät vor der Pandemie gewarnt. Zum ersten Mal in der Geschichte der WHO findet die Jahresversammlung virtuell statt, wegen der Corona-Krise. Im Mittelpunkt die Bekämpfung der Pandemie. Die USA erneuern ihre China-Kritik. Das Land habe der Welt wichtige Informationen über das Virus vorenthalten. Und auch die WHO habe versagt. Wir haben gesehen, dass die WHO bei ihrer Hauptaufgabe gescheitert ist, Informationen zu teilen. Wenn Mitgliedstaaten nicht nach gutem Glauben handeln, das darf nie wieder passieren. Das so gescholtene China weist die Vertuschungsvorwürfe der USA zurück. China habe Daten des Erregers zügig mit der internationalen Gemeinschaft geteilt, so der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Und auch die WHO wehrt sich gegen die Vorwürfe der USA. Sie habe sich gegen Reisebeschränkungen aus China ausgesprochen. Denn Ende Januar empfiehlt die WHO mit dem Ausrufen des internationalen Gesundheitsnotstandes ein ganzes Maßnahmenbündel: Testen, Nachverfolgen und Isolieren von Infizierten. Deshalb verteidigt UN-Generalsekretär Guterres die WHO trotz kleinerer technischer Pannen in seiner Videobotschaft. Viele Länder hätten die Empfehlungen der WHO schlicht ignoriert. Als Ergebnis hat sich das Virus weltweit verbreitet und breitet sich jetzt im globalen Süden aus, wo die Auswirkungen noch verheerender sein könnten als in den Industrieländern. Die Bundeskanzlerin stärkt zwar der WHO den Rücken, aber auch sie fordert, wie die EU, eine Untersuchung. Die Weltgesundheitsorganisation ist die legitimierte globale Institution, bei der die Fäden zusammenlaufen. Weil das so ist, müssen wir immer wieder prüfen, wie wir die Abläufe in der WHO weiter verbessern können. Eine Untersuchung wird es wohl geben, aber vermutlich erst nach erfolgreicher Bekämpfung der Pandemie. Die Corona-Lage ist heute wieder Thema in einem ARD-Extra nach dieser Tagesschau. Die Talkrunde bei Hart aber fair beschäftigt sich um 21.20 Uhr mit der Frage, was aus dem Sommerurlaub wird. Einen Überblick darüber, was in Europa derzeit wo möglich ist, bieten wir auf tagesschau.de.
Trotz Parteiausschluss bleibt der bisherige AfD-Landeschef von Brandenburg, Kalbitz, Mitglied der Landtagsfraktion. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Potsdam für eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung. Den Fraktions- und Landesvorsitz lässt Kalbitz aber zunächst ruhen. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz die Parteimitgliedschaft am Freitag wegen Kontakten in die rechtsextreme Szene aberkannt. Die AfD-Fraktion in Brandenburg stellt sich gegen die Bundespartei. Andreas Kalbitz bleibt Mitglied der Fraktion, obwohl er nicht mehr AfD-Mitglied ist. Nur zwei der 21 Abgeordneten stimmten dagegen. Einer enthielt sich. Die Frage des Fraktionsvorsitzes haben wir auch vor allem auf Wunsch von Herrn Kalbitz erstmal ausgeklammert. Bis zur Klärung der rechtlichen Prüfung des Beschlusses des Bundesvorstandes, den wir als Fraktion im Übrigen als politischen schweren Fehler einschätzen. Und wir deshalb natürlich auch uns der Forderung des Landesverbandes anschließen, doch uns wir als Forderung aufstellen, dass wir einen außerordentlichen Parteitag auf Bundesebene benötigen, um die Abwahl des Bundesvorstandes zu fordern. Erst am Freitag hatte der Bundesvorstand Kalbitz' Parteimitgliedschaft für nichtig erklärt. Er soll eine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern und bei der inzwischen verbotenen heimattreuen deutschen Jugend nicht angegeben haben. Ich bedauere, dass Teile des Bundesvorstandes sich damit zu Handlangern des politischen Gegners und des Verfassungsschutzes gemacht haben. Und die restlichen Konsequenzen daraus, die werden sich auf dem Parteitag zeigen. Eine Kampfansage, der auch rechtliche Schritte folgen sollen. Die Bundesspitze gibt sich gelassen. Der Bundesvorstand ist überzeugt, diese Entscheidung wird rechtlichen Bestand haben. Und im Lichte dieser Entscheidung werden die Kollegen in Brandenburg dann neu entscheiden. Kalbitz zählt neben Björn Höcke zum formal aufgelösten rechtsnationalen Flügel der AfD. Sein Rauswurf führt jetzt zu einem offenen Machtkampf in der Bundespartei. Die Große Koalition hat ihren Streit über den Ausbau der erneuerbaren Energien in einer zentralen Frage beigelegt. Union und SPD einigten sich beim Mindestabstand für Windräder. Demnach erhalten die Länder mehr Befugnisse für die Planung vor Ort. Eine Öffnungsklausel im Baugesetz soll es ermöglichen, einen Mindestabstand von bis zu 1000 Metern bei neuen Anlagen festzuschreiben. Die bestehende schärfere Regelung in Bayern bleibt in Kraft. Der Schauspieler Michel Piccoli ist tot. Er starb, wie jetzt bekannt wurde, vergangenen Dienstag im Alter von 94 Jahren. Piccoli stand 60 Jahre vor den Kameras und galt als einer der vielseitigsten Charakterdarsteller. Spielte Mörder, Liebhaber und den Papst. Viele seiner Filme, wie zum Beispiel Belle de Jour, Das große Fressen, Temrock oder Die Dinge des Lebens, gelten als Klassiker. Zu alt für seine Kunst, das war er nie. Michel Piccoli liebte die Schauspielerei und stürzte sich hinein in seine Rollen. Dafür wurde er gefeiert. Wie hier 2011 beim Filmfestival von Cannes. Für seine Rolle des Papstes in Habemus Papam von Nanni Moretti. Ich sagte sofort ja, aber der Regisseur nicht. Ich war sehr glücklich, denn er bat mich vorzuspielen. Trotz seiner damals 85 Jahre. Piccoli spielt einen frisch gewählten, depressiven Papst, der sein Amt so gar nicht will. Interessante Figuren, maßlos oder mit Abgründen, dafür begeisterte sich Piccoli. Geboren 1925 zog es ihn erst zum Theater, dann zum Film. Eine seiner Partnerinnen auf der Leinwand war Romy Schneider. An ihrer Seite drehte der Charakterdarsteller mehrere Filme, darunter den Klassiker Die Dinge des Lebens und Das Mädchen und der Kommissar. Michel Piccoli spielte in mehr als 200 Filmen und zahllosen Theaterstücken. Gerne brüskierte er auch, spielte mit dem Skandal wie 1973 in Das große Fressen. Ein Tabubruch, vier bürgerliche Männer begehen kollektiven Selbstmord durch Überfressen. Die Franzosen liebten ihn. Jetzt hat Michel Piccoli die Bühne für immer verlassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. Mai. Hochdruckeinfluss sorgt verbreitet für Sonnenschein. Ein Tief, das von der Nord- zur Ostsee zieht, lenkt in den Norden Deutschlands allerdings Wolken, die im Laufe der Nacht gebietsweise leichten Regen bringen. Weiter südlich meist klar oder locker bewölkt und trocken. Der Tag beginnt im Norden oft wolkenverhangen und teilweise nass. Am Nachmittag wird es dort freundlicher. In der Mitte mal Wolken, mal Sonne, die im Süden weitgehend ungestört scheinen kann. Heute Nacht im Norden unter Wolken zweistellige Werte. Im westlichen Bergland ist dagegen die 0-Grad-Marke nicht
weit entfernt. Morgen bleibt es an der See frisch, im Südwesten gibt es sommerliche Werte. Am Mittwoch breiten sich die Wolken bis zur Mitte aus, es bleibt aber meist trocken, im Südwesten oft sonnig, im Bergland sind einzelne Schauer möglich. Am Donnerstag wieder verbreitet Sonnenschein, aber am Freitag tauchen im Westen Wolken mit Schauern auf. Um 22.35 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Vorbild Sachsen. Sollten jetzt überall die Kitas öffnen? Fragen von Ingo Zamperoni an Bundesfamilienministerin Giffey. Und gebremste Einkaufslust. Händler ziehen Bilanz 4 Wochen nach der Wiedereröffnung.